Mit ORF 2 können Sie jetzt zu einer faszinierenden Reise abheben. Mit dem Ballon über das Himalaya-Königreich Nepal. Die österreichischen Piloten wurden allerorts zu vielbestaunten Exoten. Die Wärme, die Freundschaft, mit der man von den Menschen hier aufgenommen worden ist, die war überwältigend. Anlauf. Ballonfahren in Nepal. Erst dreimal wurde es bisher versucht. Als erste kommen vor 6 Jahren Japaner. Ihr Ziel, mit dem Ballon über den Everest zu fahren. Während sie aber Kurs auf den höchsten Berg der Welt nehmen, sind sie von ihrer Umgebung so fasziniert, dass sie letztlich falsch reagieren. Der Pilot glaubt es nicht zu schaffen, will zur Landung ansetzen, gerät dabei in Turbulenzen und wird gegen den Berg geschleudert. Der Korb brennt aus. Der Pilot kommt nur knapp mit dem Leben davon. Frühjahr 1990. Engländer starten mit 2 Ballons den nächsten Versuch, den Everest zu überqueren. Der Mount Everest gilt als englischer Berg, weil die ersten Toten am Berg Engländer waren und weil der höchste Berg der Welt im Rahmen einer englischen Expedition erstmals bestiegen worden war. Und im Stil der alten Expeditionen mit einem gigantischen Aufwand an Menschen und Material ziehen sie ins Solokumbu, ins Hochland, zu Füßen des Everest hinein. Das Gebiet um die Gokyo-Seen wird für Wochen ihr Basislager. ...150 Sherpas mit 50 Tragtieren haben 5 Tonnen an Ausrüstung und 3 Tonnen an Lebensmitteln auf eine Höhe von rund 5000 Meter geschleppt. Das Unternehmen Everest wird zur meteorologischen Expedition. Man baut eine eigene Wetterstation, errichtet Funkantennen, die die Verbindung mit der ganzen Welt garantieren sollen. Das Wetter wird mittels Radiosendern, russischen und amerikanischen Satelliten rund um die Uhr überwacht. Man kann aber nur die Entwicklung des Jetstreams im Norden und das Vordringen des Monsuns nach Süden beobachten. Schlechte Aussichten für den australischen Piloten Chris Dewhurst. Der Mount Everest setzt sich zur Wehr. Um für den Fall einer Notlandung gerüstet zu sein, macht man sich mit Schnee und Eis, Steigeisen und Pickel vertraut.
Lisa, eine der meteorologischen Assistentinnen, wird höhenkrank. Er leidet ein Lungenödem. Man legt sie in einen Dekompressionssack, in dem die Höhe um 1500 Meter reduziert wird. Nach bangen Stunden ist die lebensbedrohende Krankheit besiegt. Lisa hat überlebt. Am Everest aber stürmt es weiter. Tage, Wochen des Wartens beginnen. Und der Everest wehrt sich noch immer. Die Erkrankung Lisas und das endlose Warten zehren an den Nerven, verstärken die Spannungen zwischen den Engländern und dem australischen Piloten. Das gewagte Unternehmen scheint zunehmend gefährdet. Man denkt an Rückzug. Das größte Problem: das Basislager liegt nur 22 Kilometer vom Everest entfernt. Nur 15 Flugminuten, somit bedenklich nahe. Man muss mit den Ballons sehr schnell aufsteigen, um über den Everest zu gelangen. Der Auftrieb muss mindestens 300 Meter pro Minute betragen. Wir müssen höher steigen als die Gipfelhöhe, gut 1200 Meter höher. Der Grund dafür ist die Strömung, die an der Wand hochsteigt und über dem Everest wie Coca-Cola aus einer Flasche explodiert. Dadurch entstehen starke Turbulenzen, manchmal gut 1000 Meter über den Gipfel hinaus. Gerät ein Ballon in eine solche Rotation, wird er zerstört, werden wir alle sterben. Dezember 1994. Acht österreichische Piloten sind mit 5 Ballons nach Nepal gekommen. Nicht aus Gründen des Wettbewerbs, sondern um an den schönsten Plätzen des kleinen Himalaya-Königreiches ihrem Hobby zu frönen. Um das Land aus der Luft und vom Boden aus zu erleben. Angeführt werden die Österreicher vom Innsbrucker Wolfgang Neierz, der 1978 die ersten Österreicher zu Mount Everest geführt und auch selbst den Gipfel erreicht hatte. Die erste Fahrt der Österreicher, vorbei an den fernen Bergen des Himalaya. Über die Hügel und Klöster des Kathmandu-Tales. Über die Tempel und Pagoden des Klosters von Jhangu Narayan. Jhangu Narayan, der älteste Tempel des Kathmandu-Tales, in seiner ursprünglichen Form im 4. Jahrhundert errichtet. Garuda, das Reittier Vishnus, halb Mensch, halb Adler, war der Legende nach einst in einen wilden Kampf mit dem Schlangengott Takshaka verwickelt. Nach dem Kampf schlossen die beiden Frieden und flogen einträchtig auf den höchsten Punkt der Hügelkette, wo alsbald ein Tempel errichtet wurde, ein Dorf entstand. Die Japaner und Engländer waren mit ihren Ballons nur in den entlegenen, menschenleeren Hochtälern gestartet. Für das dicht bevölkerte Kathmandu-Tal sind die bunten Luftschiffe etwas völlig Neues, noch nie erlebtes. Niemals zuvor hat man hier, wo gerade erst das 20. Jahrhundert angebrochen ist, diese Art der Fluggeräte gesehen.
Und dementsprechend groß ist die Aufregung bei den Starts und bei den Landungen. Dulikel, an der alten Straße von Kathmandu nach Lhasa gelegen. This is a really good place and a safe place. And it's ein schöner, sicherer Platz mit einer herrlichen Aussicht. Da Nepal in diesen Tagen das Jubiläum 50 Jahre Zivilluftfahrt feiert, geben das Tourismus und das Luftfahrtministerium einen Empfang für die Österreicher. Wohl auch, um die seltsamen Luftschiffe aus nächster Nähe zu erleben. Dulikel, eine Hügelkette 30 Kilometer östlich von Kathmandu. Für die Bauern des Dorfes und die hohen Herren aus den Ministerien demonstrieren die Österreicher das Aufrichten der Ballons mit kalter und heißer Luft, das Aufheizen mit den Gasbrennern. Welcome on board. Thank you, sir. You too again. Welcome on board. Mit Gerhard Kindermann, dem vielfachen österreichischen Staatsmeister, kommen die hohen Beamten beider Ministerien, Tourismus und Luftfahrt, in den Genuss ihrer ersten Ballonfahrt. In den Lüften und am Boden jeweils ein Hauch von Österreich. Oben die bunten Ballons und unten der Versuch, eines der größten Probleme des Landes zu lindern, die schlechte medizinische Versorgung. Am Ortsrand wird ein Krankenhaus errichtet mit rund 30 Betten, fast ausschließlich dank österreichischer Geld- und Sachspenden. Dulikel ist Einzugsgebiet für 450.000 Menschen, die derzeit nur über 36 Krankenbetten verfügen. Nepal, eines der ärmsten Länder der Welt, erlebt eine enorme Bevölkerungsexplosion. Den hohen Geburtenzahlen aber steht die höchste Kindersterblichkeit Asiens von über 10% gegenüber. Die Lebenserwartung liegt bei rund 50 Jahren. Das spiegelt die schlechte medizinische Versorgung des Landes wider, wo ein Arzt durchschnittlich 20.000 Patienten zu versorgen hätte. Mit einem Krankenhaus, das westlichen Ansprüchen genügt, versucht ein Arzt aus Dulikel Linderung herbeizuführen. Ein Arzt, der Österreich viel verdankt. Ich bin 7 Jahre in Wien als Student und mittlerweile ist es für mich Wien bzw. Hauptstadt Österreich. Zweiter Heimatstaat. Zweitens, in Vorarlberg habe ich meine Facharztausbildung für die Chirurgie hinter mir gebracht. Und dann habe ich 8 Jahre dort eben diese Zeit gehabt, die Menschen dort kennenlernen zu dürfen. Und dort habe ich meine Frau auch kennengelernt, eine Österreicherin bzw. aus Kärnten. Und mittlerweile habe ich eine liebe Tochter, die Rebecca. Und die Mentalität, eben weil wir Bergvölker sind, ist nicht wesentlich anders, wenn man tief die Wurzel kennt. Die Fröhlichkeit, die Gutmütigkeit, Hilfsbereitschaft. Ist der Unterschied, vielleicht gibt es, was materiell betrifft, sind wir in Österreich bzw. in Europa etwas besser ausgestattet. Daher können wir in andere Dimensionen über diese Hilfsmaßnahmen rechnen bzw. reden. Und hier ist es etwas anders. Die Leute haben diesen Willen, Menschen in sämtlicher Form helfen zu wollen, aber eben weil es die materielle Nöte gibt, in bestimmter Weise sind sie irgendwie gebunden, jetzt momentan etwas restriktiv darüber zu reden. Und das sind vielleicht eine oder andere kleine Unterschiede, aber sonst. Was Menschen betrifft, ich glaube, da gibt es keine wesentlich großen Unterschiede. Er bekam viele Geldspenden, aber es reicht noch lange nicht. Mit 600.000 Schilling könnte er weitere 30 Betten errichten. Insgesamt fehlen ihm aber noch 2,5 Millionen Schilling, dem Nepali-Arzt und Chirurgen in Feldkirch. Weit draußen, 200 Kilometer westlich von Kathmandu, stoßen die Österreicher auf vertraute Bilder. Bergbauern. Allerdings in einer südlichen, exotischen Landschaft. Rund um die Seen von Pokhara.
zu Füßen der Bergriesen des Himalaya. Start in Pokhara, am Ufer des Fiwasees. Einst hatte ein Gott, als Bettler verkleidet, die Bewohner eines Dorfes an der Stelle des heutigen Sees auf die Probe gestellt, sie um Speise, Trank und Quartier gebeten. Alle, bis auf ein altes Ehepaar, wiesen ihn ab. Am nächsten Morgen riet der Gott den beiden alten Leuten, den hartherzigen Ort zu verlassen und sich in die Berge zu begeben. Dann ließ er eine gewaltige Flut über das Dorf hereinbrechen, das so von der Landkarte verschwand. Und der Fiwasee war entstanden, erzählt die Legende. Auf zu den Gipfeln des Himalaya. Die Annapurna, 8091 Meter hoch. Der Machu Picchu, der heiligste Berg. So heilig, dass noch kein Mensch seinen Gipfel betrat. Zu Füßen der Berge die 80.000 Einwohner zählende Stadt Pokhara, das zweitwichtigste touristische Zentrum des Landes.
Pokhara bietet im Gegensatz zu Kathmandu kaum kulturelle Sehenswürdigkeiten, dafür aber eine beeindruckende Landschaft. Am Stadtrand von Pokhara ein SOS-Kinderdorf. Mit Häusern für 500 Kinder. Von Österreich aus erobert die Kinderdorf-Idee die ganze Welt. Die Organisationsform entspricht auch in Nepal, der eines jeden Kinderdorfes. Ein Verwalter für das Dorf und eine Mutter für jedes Haus. Finanziert wird das Dorf mit Spendengeldern aus Schweden. Die österreichischen Piloten besuchen das Dorf und bieten den Kindern ein tolles Erlebnis. Fahrten im Heißluftballon. Die Tage von Pokhara neigen sich ihrem Ende zu. Abschied nach Ballonfahrerart. Die Ballons werden am Abend aufgestellt, mit Leinen am Boden fixiert und eine Art Feuerwerk wird entzündet. Das Night Glowing, das Abendglühen. Zurück ins Kathmandu-Tal. Die LKW-Kolonne mit Piloten und Sherpas, mit Körben, Hüllen und Gasflaschen bricht auf. Die letzte Fahrt. Geplant ist, dass wir von der Nordseite dieser Wiese über Bagdapur drüber fahren. Der Westwind ist, im Moment ist er noch zu fest, da drüben wachteln die Bäume noch richtig. Aber die Zeit läuft. Zum letzten Mal steigen die Ballons in den Himmel über dem Kathmandu-Tal. Zehn Kilometer östlich von Kathmandu, die alte Königsstadt Bagdapur, gegründet 889 nach Christus. Eine Stadt voller Paläste, Tempel, Klöster und Pagoden. Die Stadt der Gottesfürchtigen, wie ihr Name bedeutet. Eine Stadt aber auch ohne Betonbauten, ohne ernüchternde Vorboten des 20. Jahrhunderts. Eine Stadt, deren altertümlicher Glanz, deren historische Bauten
mithilfe ausländischer, darunter auch österreichischer Entwicklungshilfe, erhalten wird. Die Bewohner gehören zum Stamm der Newari, sind Ureinwohner des Tales. Mit den Ballons über Tempel und Pagoden über eine längst vergangene Zeit zu fahren, den Hauch von Geschichte und Religion zu verspüren, ist mindestens so beeindruckend wie das Erlebnis einer angesichts der fremdartigen Luftschiffe brodelnden Stadt. Wir haben gebadet in dem Stimmengewirr in einer Sprache, die wir nicht kennen. Aber wir haben uns irgendwo verstanden. Wir haben da irgendeinen Kontakt hergestellt gehabt. Und ich bin mit dem Korb zwischen den Hausdächern drinnen gewesen. Die Leute waren ober mir, unter mir, links mir, rechts neben mir. Es war unfassbar. Es war ein ganz ein tiefes Erlebnis, das Glücksgefühl der Leute zu haben, einen Ballon zu sehen, und unser Glücksgefühl, die Leute zu sehen. Also das war es halt. Du fährst da um, also wir waren da 5 Ballone über Bhaktapur, und die ganze Stadt ist eigentlich in Bewegung wie ein Ameisenhaufen, und die jubeln, die schreien, also eine Stadt, die bebt, also das ist unvorstellbar. Was man von der Luft aus sieht, das wird einem von den Menschen am Boden auch vermittelt, und man spürt im ganzen Land eigentlich diese Wärme und Harmonie. Ich glaube, dass hier eher die Ehrfurcht dominiert und sicherlich nicht das Übertreiben, das Jäger, sogenannte Jägerlatein. Einfach, weil dieses Land geprägt ist durch seine Kultur, durch seine Religion, und wir praktisch in diesem mittendrin stehen und dadurch auch die Ehrfurcht der Leute mit übernehmen. Wenige Wochen zuvor hatte Wolfgang Neiertz in seiner Tiroler Heimat seinen 50. Geburtstag gefeiert. Im Kreise der Ballonfahrer lässt man ihn auch in Nepal, seiner zweiten Heimat, hochleben, wird er beschenkt. Unter anderem mit einem Bild des Mount Everest, auf dem er 1978 mit den ersten Österreichern gestanden war und der somit vor 16 Jahren sein Leben verändert hatte. Der Mount Everest, 8.848 Meter hoch, der höchste Berg der Welt, für viele ein Symbol der Leistungsfähigkeit des Menschen. Frühjahr 1990. Der Augenblick, für den die Engländer 10 Jahre gearbeitet und geplant und auf den sie 4 Wochen im Basislager gewartet haben, ist gekommen. Windrichtung, Wetter, Windstärke, alles passt. Pilot Chris Dewhurst und Kameramann Leo Dickinson nehmen Abschied. Der Gedanke, es könne ein Abschied für immer werden, ist plötzlich da. With his warm hands. May you fly so high and so well that God will join you in your laughter and set you gently back into the loving arms of Mother Earth. Good luck, guys. Good luck. Mögen euch die Winde sanft empfangen. Möge die Sonne euch mit ihren warmen Händen segnen. Möget ihr so hoch fliegen, dass Gott in euer Lachen einstimmt und euch sanft zurückschickt in die liebevollen Arme von Mutter Erde. Viel Glück, viel Glück.
Sie steigen rasch höher, mit einer Temperatur von 160, 170 Grad im Innern des Ballons. Mit einer gefährlich hohen Temperatur, da die Hitze im Innern der Hülle nie mehr als 140 Grad betragen sollte. Sie sehen hinüber zum Everest, zu dieser großen schwarzen Pyramide. Und er wird größer und größer. So groß, dass sie daran zweifeln, die Überquerung schaffen zu können. Dann aber ist das große Ziel erreicht. Sie genießen die herrlichen Augenblicke, die magischen Momente, mit der ältesten Form des Fliegens den spektakulärsten Berg überquert zu haben. Sie fahren so dicht über den Everest, dass sie versuchen, nach Spuren von Lee George Mallory und Andrew Irwin, den beiden ersten Toten am höchsten Berg der Welt, Ausschau zu halten. Bei einer Geschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde gerät der Ballon plötzlich in eine ständig drehende Bewegung, was Kameramann Dickinson nützt, um das Panorama mit den 8000ern zu filmen. In 10.400 Metern Höhe geht Dickinson der Sauerstoff aus. Die gefürchtete Höhenkrankheit droht. Da aber vom Piloten, von Chris Dewhurst, keine entscheidende Hilfe kommt, entschließt sich Dickinson, solange es eben gehen sollte, seine Filmarbeit fortzusetzen. Gleichzeitig geht der Brennstoff zur Neige. Chris Dewhurst wird immer unruhiger. Pilot und Kameramann beschäftigt nun nicht nur der Sauerstoffmangel, sondern auch die Sorge um einen Landeplatz mitten im tibetischen Hochland.
Die Möglichkeiten, knapp hinter dem Mount Everest, mitten in Tibet, innerhalb weniger Minuten einen geeigneten Landeplatz zu finden, sind minimal. Dewhurst verlangsamt die Sinkgeschwindigkeit, der Ballon dreht sich weiterhin wie ein Kreisel. Eine Straße, ein Dorf mitten im Hochland. Das bedeutet Menschen und bei den beiden im Ballon wächst wieder die Zuversicht. In wenigen Kilometern Entfernung der zweite Ballon. Knapp über dem Boden eine schnelle Windströmung. Gut 30 Kilometer pro Stunde. Zu schnell für eine sichere Landung. Sie rasen über die Moräne dahin, auf Felsbrocken zu. Plötzlich steht der Ballon für einen Augenblick, wird dann von einer Windböe neuerdings erfasst. Der Pilot versucht vergebens, den Brenner neu zu zünden. Der Wind trägt den Ballon weiter. Der Schock der Bruchlandung löst sich nur langsam. Verletzt, mit großen Schmerzen, sind sie am Ende eines langen Weges angelangt. Mit seltsamen Empfindungen. In ihr haltloses Schluchzen mischt sich die Freude, Außergewöhnliches geschafft zu haben. Gleichzeitig aber trauern sie um den Ballon, der sie so hoch und so weit getragen hat. Das Ende des großen Abenteuers war gekommen. Es hätte noch schlimmer enden können. Und doch. Den Erfahrungen der Engländer wie zum Trotz plant Wolfgang Neierz mit Gerhard Kindermann ein noch größeres, gewagteres Unternehmen in den Bergen Nepals, im Himalaya. Es bleibt noch viel zu tun. Erstens kenne ich noch nicht alle Ecken des Landes. Es fehlen mir noch einige, auch wenn ich jetzt schon über 30 Mal in Nepal war. Diese Ecken möchte ich noch erwandern und erleben. Und genauso
da möchte ich einmal den ganzen Himalaya-Hauptkamm vom Dalagiri im Westen bis zum Kanchenjunga im Osten mit dem Ballon befahren. Ist das ein Projekt, das greifbar Formen annimmt, oder ist das einfach der letzte große Traum des Wolfgang Eierts? Es ist ein Projekt, das greifbare Formen annimmt. Es ist auch durchführbar. Wir haben mit den Meteorologen bereits lange Zeit darüber diskutiert. Es ist machbar, so wie auch der Everest bereits ja mit dem Ballon überfahren worden ist. Aber den ganzen Himalaya-Hauptkamm entlang zu fahren, das ist einer meiner Träume. Wenn ich mir das so von der Ferne angeschaut habe diesmal, dann gehe ich an dieses Projekt mit großer, großer Ehrfurcht heran. Denn ich weiß, was Sturm und Ballon heißt. Ich weiß aber auch, wenn man in eine schnelle Strömung hineinkommen kann, wie wunderschön das sein kann, dass man in einer Stunde 200 Kilometer machen kann. Das ist auch möglich. Und wenn es uns gelingt, so einen Tag zu erwischen, dann haben wir es aber auch geschafft, diese fantastische Bergkette zu überfahren. Der Countdown läuft eigentlich schon seit ein, zwei Jahren. Die Genehmigungen, die dazu notwendig sind, sind auch vorhanden. Die habe ich bereits. Nur ein solches Unternehmen kostet gleich wie eine Expedition eine immense Menge Geld und die Sponsoren fehlen halt noch. Ein Buch als Nachtrag, wenn Sie mehr über Ballonfahren wissen möchten. Ballooning Extrem von Ivan Trifonov, erhältlich über den österreichischen Aeroclub, zeigt und beschreibt die spektakulärsten Facetten dieses außergewöhnlichen Sports. Peking, Moskau, Jerusalem, die ausgefallensten Startplätze und Städteüberquerungen zählen zu den bevorzugten Schauplätzen der Ballonabenteuer von Ivan Trifonov. Der Reinerlös dieses Buches fließt übrigens in das Stratosphärenballonprojekt Uranus. Ballooning Extrem von Ivan Trifonov.